Moin, moin, liebe Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex von Aquifels Filmecke. Ja, und heute geht's mit der Filmsammlung weiter, nachdem ich es endlich mal wieder geschafft habe, ein Review rauszubringen. Ja, nach den ganzen Collectors Editions, Mediabooks, Steelbooks, alten Medien und so, widmen wir uns jetzt mal Genres. Und zwar möchte ich mit meinem Spezialgebiet Horror- und Splatterfilm anfangen. Und ja, das ist auch nur Teil 1 von vielen, die da noch kommen werden. Hier ist die erste Fuhre und das spoilert ja schon so ein bisschen, wenn ich das so mache. Ja, den Anfang machen wir mit The Last House on the Left. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den nicht, also das ist ja ein Digipack, ob ich den nicht bei den Mediabooks oder Collectors Editions oder so mit reingenommen habe. Deswegen hier wiederhole ich das zur Not nochmal kurz. Last House on the Left, der erste Langspielfilm von Wes Craven und hier steht eine widerliche Brutalitätenshow und ja, der ist tatsächlich nicht ohne. Cooler Film. Das Remake war tatsächlich auch recht sehenswert. Das fehlt mir leider noch. Ist ein fieser 70er-Film, wie er halt in den 70ern nur entstehen konnte. Gut, dann haben wir hier einen Zombie-Film. Und zwar Black Sun Outpost. Das ist der zweite von drei Filmen. Der erste Outpost, glaube ich, nur Outpost. Der dritte war Operation Spetsnaz. Ich habe die beiden nicht gesehen. Ich kenne nur den. Ja, Nazi-Zombies halt. Recht ernst aufgezogen. Ich fand den damals gar nicht schlecht. Also ist auch schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Ne? Wie auch schon in einem Schuber. FSK 18 ist auch die Uncut-Fassung. Bei dem dritten war ja JK Uncut und die 18er geschnitten. Ja, ist halt ein Nazi-Zombie-Film und so ganz solide. Kein großer Kracher, aber kann sich angucken. So, dann geht's weiter mit Zombie-Film. Ja, Frankensteins Army, ne, auch in einem Schuber. Ja, Frankensteins Army, ich sag mal so, ich habe den damals in Hamburg bei den Fantasy-Filmfestspielen gesehen, oder beim Fantasy-Filmfest. Ja, wir hatten riesen Erwartungen, weil das ja so richtig trashig klang und ja, trotz Found Footage waren wir gespannt und ja, fantastisch ist er nicht, aber man kann ihn sich auch ganz gut angucken. Er ist ganz lustig. Er macht halt teilweise einiges aus dieser Found-Footage-Angelegenheit. Ja, teilweise hätte er mehr draus machen können. Das Ding ist, er ist auch bei weitem nicht so trashig und abgedreht, wie man es vielleicht vermuten mag. Und lässt da natürlich einiges an Potenzial liegen. So, als nächstes Juan of the Dead. Slacker-Komödie trifft Zombie-Film. Also auch wieder einer dieser Kult-Zombie-Komödien. Kultverdächtig, verdammt witzig, absolut fantastisch. Ein Volltreffer, sagen sie hier alle. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Ich habe ja auch ein Review dazu gemacht auf dem Kanal. Das ist auch schon ein paar Jährchen her. Ja, auch wieder so ein klassischer, kann ich mir angucken, Kandidat. Aber kultverdächtig, fantastisch, ein Volltreffer war er jetzt für mich persönlich nicht. Da gibt es bessere Zombie-Komödien. Ja, hier ist kein Zombie-Film, sondern auch eine Komödie, Tucker and Dale vs. Evil. Und der ist für mich wirklich ein kleiner Kultfilm. Ey, schreien komisch, ein Heidenspaß. Ja, es ist halt eine Metakomödie, die wirklich sich mit Backwoods-Slashern auseinandersetzt. Und ich finde das einfach großartig, dass wir hier tausende Missverständnisse haben, dass die beiden Hillbillies, die eigentlich super liebe Kerle sind, von den bösen, bösen Teenies für Mörder gehalten werden. Und der ist wirklich lustig. Ja, dann hier Doppelpaket, zwei Blu-Rays, 28 Days Later und 28 Weeks Later. 28 Days Later ja damals mit den rennenden Zombies, oder Infizierte sind es ja eigentlich eher, nur schon auch mal was Neues gewesen. Und der hat mir auch gut gefallen von Danny Boyle. Der zweite, da muss ich gucken, war der zweite eigentlich auch von Danny Boyle? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Der zweite, 28 Weeks Later mit Robert Carlyle, auf jeden Fall auch ein sehr cooler Film. Also sind beides schöne infizierten Filme, nicht unbedingt Zombie-Filme, infizierten Filme. Man braucht sich an einigen Stellen nicht über die Logiklücken, gerade bei 28 Weeks Later, aufregen. Es sind durchaus blutige und atmosphärisch gemachte Filme, die auch schön spannend sind und super funktionieren. Ja, Wormwood, Road of the Dead. Ich muss mir den noch mal angucken. Ich hatte jetzt Neues von irgendjemandem gehört, wie klasse der doch ist.
Hat ja auch hier, ne, Wormwood jetzt, ein Fun-Splatter-Zombie-Film von in dem besten, in dem vom ersten Augenblick an auch voll aufs Gaspedal gedrückt wird. Und, also super viele positive Bewertungen. Ist auch schon ewig her, dass ich ihn gesehen habe. Ich fand ihn damals ganz nett. Ich müsste mir vielleicht nochmal angucken. Ne? Vielleicht auch damals falsche Erwartungshaltung gehabt. Wie gesagt, nun kann ich jetzt nichts Aktuelles zu sagen. Na, dann hier, Cockneys vs. Zombies. A Matt Rolican Mashup of Shaun of the Dead and Lockstock. Mit Lockstock ist natürlich Bube, Dame, König krass gemeint von Guy Ritchie. Ne? Lockstock in Two Smoking Barrels im Original. Ja, ist eine ganz nette Zombie-Komödie. Hier die englische Blu-ray damals geholt, weil sie günstig war. Und ich glaube, in Deutschland war er noch nicht draußen. Das ist mit dem Cockney, dass sie dann teilweise sprechen, schwer zu verstehen. Ist ja eine Sache für sich. Aber der war ganz lustig, durchaus blutig, nette Zombie-Komödie. Ja, postapokalyptisches Schlachtfest. Ich meine, es hat Dolph Lundgren. Battle of the Damned 3D Uncut. Ja, Dolph Lundgren, Zombies, Trash, Apokalypse, yay. Da hätte man mehr draus machen können. Der war jetzt auch nicht schlecht, aber es ist halt, ja, so ein Direct-to-Video-Ding. Ach, schade, da war mehr drin gewesen, konnte man sich aber auch angucken. Ja, Dito hier mit Dead in Tombstone, hier das Ganze mit Danny Trejo, ist natürlich auch immer sehr geil, der Mann. Aber ja, ne, mit Mickey Rourke auch noch und Anthony Michael Hall, also gut besetzt sogar. Ja, kann man sich auch angucken, ist ein ganz netter B- bis C-Film im Zombie-Genre mit Western gemischt. War aber auch mehr drin, muss ich sagen. So. Jetzt kommen wir wieder zu Nazi-Zombies, Bunker of the Dead 3D. Und den hatte ich immer für eine, hier 5 für 20 Aktion bei einem Kaufhaus mitgenommen. Ich habe echt nichts erwartet. Den fand ich überraschend unterhaltsam. Und der ist nicht großartig, aber ne, für so eine kleine Produktion durchaus vernünftig gemacht. Ne, nutzt die Found-Footage-Sachen so ein bisschen, setzt das ganz gut um. Ist durchaus spannend und kurzweilig gehalten. Hat auch ein bisschen ein paar blutige Effekte, also wer jetzt hier keine hohe Filmkunst erwartet, sondern einen Trashing-Snack für zwischendurch, der kann hiermit definitiv glücklich werden. Jo. Ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich selber nicht durcheinander komme. Haben wir hier The Evil Dead. Das Remake. Ja, der ist böse. Der hat mir damals im Kino schon gefallen und ich liebe ja auch die Originalfilme. Der hier verzichtet komplett auf diesen Sam Raimi-typischen Irrsinn und Humor und ist dann einfach nur böse. Ne? Brutal, fies und ist ein cooler Film. Also so dürfen Remakes von Klassikern definitiv sein. Macht was Eigenes aus der Thematik, bisschen ernster, oder ein bisschen wesentlich ernster, dramatischer aufgezogen, nochmal eine Schippe brutaler und definitiv cool. Ja, das ist das Ganze nochmal in der Extended-Fassung mit ein, zwei zusätzlichen Szenen. Macht den Film nicht besser oder schlechter, nur an ein, zwei Stellen wirklich nochmal ein Stück weit fieser. Das ist hier eine niederländische DVD, Blu-ray. Ist aber auch, glaube ich, deutscher oder englischer Ton drauf, also sogar deutscher Ton drauf. Das andere halt die britische Fassung, die natürlich nur in Englisch. Ja, wo wir schon das Remake jetzt zweimal haben, darf natürlich auch das Original nicht fehlen, und zwar hier gleich die Trilogie. Ja, Evil Dead 1, absoluter Klassiker des, ja, Zombie-Films, Dämonen-Films. Hat absurden Humor mit drin, ist richtig schön over the top, blutig abgedreht. Ja, teilweise auch richtig schön fies und einfach nur ein Kultklassiker. Ja, dann haben wir den Evil Dead 2, hatte ich ja schon bei den Special Editions mit erwähnt. Nicht mehr ganz so blutig, ein bisschen reduzierter, prinzipiell aber ein Remake des Ganzen und noch mal wesentlich abgedrehter und noch mehr auf die Humorschiene. Ja, und der dritte halt, Army of Darkness, der ist jetzt wirklich nicht mehr blutig, der ist dann einfach nur noch eine richtig geniale Horrorkomödie, die einfach Spaß macht. Ne? Clatu Verata Nectu. Nektarine. Kein Wunder bei den drei Filmen, dass Ash zur absoluten Kultfigur geworden ist. So, und dann, bevor ich mal hier kurz einen Cut mache und hier ein bisschen was zur Seite wieder hochpacke, man sieht, hier ist es schon ein bisschen leer. Night of the Living Dead, das Original von George A. Romero, muss man dazu noch viel erzählen.
der Film, der die Zombies zu fleischfressenden Monstern gemacht hat. Super spannend, atmosphärisch, klasse Film und ja, das ist halt ein absoluter Must-Have, ne, für Horror- und Zombie-Film-Fans. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, damit geht es dann auch weiter. Ich meine, man sieht hier übrigens oben noch ein paar weitere Horrorfilme. Die hatte ich aber alle im Rahmen der Boxen vorgestellt. Von daher, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich da Sachen stehen habe. Anscheinend im Horrorregal. Naja. Ja, dann kommen wir wieder nach Night of the Living Dead zu einem weiteren Klassiker. Dawn of the Dead, Zombie. Hier noch die alte Blu-ray von NSM, bevor er dann halt vom Index runtergekommen ist. Das ist der Argento Cut. Ich habe die Schnittfassung, ja, also die Uncut-Schnittfassung, Argento-Cut, Romero-Cut, Director's-Cut, Final-Cut, alle gesehen und ich bleibe dabei. Argento-Cut vom Soundtrack bzw. vom Score, richtig klasse gemacht von der Schnittfassung. Also für mich ist das tatsächlich die beste Fassung, ist auch die kürzeste von den Uncut-Schnittfassungen. Definitiv, brauchen wir nicht drüber reden, ist auch ein Riesenklassiker und ja nicht umsonst einer der bekanntesten Horror- und Splatter-Filme überhaupt. Ja, die Fortsetzung, ne, Zombie 2, Day of the Dead, ne, nicht mehr ganz so klasse, finde ich, wie Dawn of the Dead, aber das ist Meckern auf allerhöchstem Niveau, auch der hier super. Und ja, Romero hat hier schon mit Bob auch was ja ein bisschen ins Rollen gebracht, was er mit Land of the Dead ja weiterverfolgt hat. Und ja, wieder mal, ne, ne, auch mit den sozialkritischen Tendenzen, die Night und Dawn schon hatten, führt Romero hier natürlich weiter. Und es ist ein blutiger, brutaler Film, spannend gemacht, atmosphärisch und ja, wie gesagt, auch noch ein bisschen mehr als einfach nur Zombie-Schlotz. Und ja, wie gesagt, es verwundert keinen, dass so viele Leute Romero versucht haben zu kopieren, weil seine Filme einfach, ne, zu dem Zeitpunkt zumindest klasse waren. Ja, über die letzten beiden Teile der Of the Dead-Reihe schweige ich mich mal ein bisschen aus. Die kommen nicht mehr ganz daran. Haben wir hier natürlich das Remake von Dawn of the Dead. Und für viele, ja, mit den rennenden Zombies und der Zack-Snyder-Optik, die hier ja noch nicht ganz so ausgeprägt ist wie in seinen Filmen ab 300, ja, für manche so ein Stück weit ein Sakrileg und ah, aber sind wir ehrlich, es ist ein geiler Film. Ne, kommt nicht ganz ans Original ran, was die Klasse angeht. Er ist aber etwas unterhaltsamer, das muss man sagen. Und ich habe den damals auch in Hannover in einer Sneak Preview gesehen. Ich fand den damals schon klasse. Ach nee, Quatsch, das war Land of the Dead, nicht Dawn of the Dead. Ha, erzähl ich Scheiße. Bei den ganzen Of the Dead-Dingen kann man mal durcheinander kommen. Nee, Dawn of the Dead, toller Film. Ne, hat Zack Snyder gut gemacht. Auch wesentlich pointierter und zielsicherer als jetzt Army of the Dead zuletzt. Das Original mag ich noch immer etwas lieber, aber das Remake ist trotzdem ein klasse Film. So, ja, weiter geht es mit Zombies. Dead Snow, Nazi-Zombies mal wieder. Ja, diese norwegische Nazi-Zombie-Splatter-Komödie. Ich mag den Film einfach. Er ist blutig, er macht Spaß, er hat einiges an abgedrehtem Humor. Ne, und ja, Nazi-Zombie-Filme sind immer so, man denkt immer, oh, das muss voll lustig sein, die ganzen bösen Nazi-Zombies, und dann werden sie, die meisten Nazi-Zombie-Filme sind einfach nicht gut, von Oase der Zombies über Zombie Lake, über Shockwaves, ja, die sind alle nicht gut. Und dann hat man hier tatsächlich einen, den man getrost als gut bezeichnen kann. Das war, als der rausgekommen ist, tatsächlich ein Novum. Ja, der zweite, Dead Snow, Red vs. Dead, von bei allem nochmal eine Spur überdrehter, weiter, mehr Zombies, mehr Gewalt, ne? Jetzt kommen auch noch Rotarmisten-Zombies. Der erste ist fast ein Stück cooler, aber weil das Konzept dann noch ein bisschen neuer ist und der hier natürlich dann auch mit ein, zwei Sachen, die ich hier nicht spoilern möchte, ein bisschen überzieht, wobei der natürlich auch lustig ist. Das muss ich gerade überlegen. Das war im zweiten Teil. Ich muss sagen, die Schlussszene, ich habe selten gesehen, dass Total Eclipse of the Heart, der Song von Bonnie Tyler, so eingesetzt wurde. Großartig. Naja, denn hier, Dämonenfilm, Ritter der Dämonen, steht hier bei mir auch mit bei den Zombie-Filmen, weil Zombies, Dämonen, es geht prinzipiell oft in eine ähnliche Richtung. Ja, der erste Tales from the Crypt-Film habe ich ja auch auf Tape hier rumstehen und da ja auch schon zugesagt,
Das ist ein cooler Film, der hat Spaß gemacht. Und ja, Mitte der 90er, als der rauskam, da war er ja so richtig schön Flaute, was Horror angeht und vor allen Dingen auch etwas blutigeren Horror. Und da hat der gut die Stellung gehalten. Ne, der Film macht Spaß, ohne wirklich meiner Ansicht nach großartig zu sein. Ja, jetzt zwei Filme. Silent Hill 1 und 2. Gerade der erste, also den zweiten kritisieren ja auch viele und ja, der zweite ist nicht mehr so gut wie der erste, aber den zweiten fand ich auch noch ganz nett. Klar, auch ein paar Logiklücken drin, nicht alles passt so perfekt zusammen, aber ich fand den zweiten auch ganz nett. Den ersten, ich habe den damals im Kino gesehen, ich war immer begeistert von dem Film. Ich mochte ja auch die Spiele schon immer sehr gerne, auch teilweise damals lieber als die Resident Evil Spiele, weil diese Tank Controls, ja. Der erste Silent Hill wird ja von manchen so ein bisschen niedergemacht. Also ich weiß auch gar nicht, warum. Also mir hat der klasse gefallen. Im Kino war das eine Gaudi. Ich habe den Film auch schon ein paar Mal gesehen. Der macht mir immer wieder Spaß. Und ich verstehe die Kritiker nicht, warum Silent Hill nicht gut sein soll. Mir hat er immer Spaß gemacht als Fan der Spiele. Und er ist atmosphärisch, er ist teilweise blutig. Ist von der Story ganz interessant gemacht. Und klasse. Ne? Mir wesentlich lieber als viele andere modernere Horrorfilme. Ja, dann geht es jetzt weiter wieder mit einer Reihe, The Purge. Ja, The Purge, der erste tatsächlich eher noch ein Home-Invasion-Thriller. Macht nicht alles draus, was man hätte draus machen können, aber der hat mir ganz gut gefallen. Ne? Also ich habe ja auch zu den vier Filmen inzwischen ja, zu den vier Filmen, glaube ich, auch Reviews gemacht, nicht nur zu den ersten dreien. Der, wie gesagt, zeigt das Ganze noch im Kleinen, ist, wie gesagt, ein recht spannender Film, aber hat natürlich nichts, ist noch nicht das, was die meisten mit The Purge verbinden. Das ist ja inzwischen schon fast popkulturell. Für jeden, der mir schon mal gesagt hat, also, was wir mal bräuchten, wäre eine Purge. Wenn ich für jeden von dem Euro gekriegt hätte, wäre ich Millionär. Und ich kenne komische Leute anscheinend. Ne? Vor allem, ich finde es immer sehr interessant, dass Leute, die man eigentlich gar nicht wirklich gut kennt, wenn ein Kumpel mir sagt, weißt du, wir bräuchten mal eine Purge, können wir noch verstehen, aber irgendwie, ja, man kennt die Leute aber so wirklich gut auch nicht und dann denken die, das ist so vollkommen in Ordnung, den Leuten zu sagen, wir brauchen mal eine Purge. Ich denke mir einfach, du wärst der Erste, der sterben würde, also nicht ich, sondern die Leute, die das dann immer sagen, die würden es nicht überleben. Ich wahrscheinlich auch nicht. Naja, kommen wir jetzt hier mal nach dem kleinen Exkurs, was Leute einem alles mitteilen wollen, zu dem zweiten The Purge, Anarchy. Und das ist dann natürlich das Chaos, was inzwischen popkulturell mit Purge eher verbunden wird. Actionreicher als der erste Teil, nicht mehr dieses Home-Invasion-Ding, aber steht ihm in Spannung nicht viel nach, ist aber wesentlich actionreicher und unterhaltsamer. Macht auch aus dem Sozialkritischen nicht ganz so viel, wie man vielleicht hätte daraus machen können, ist aber trotzdem immer noch ein sehr unterhaltsamer Film. Bei The Purge Election Year, viel mehr Neues kann man dazu nicht sagen. Ne? Ähnlich wie der zweite unterhaltsamer Film, hat schon seine gesellschaftskritischen Momente und Ideen, nicht alle davon landen, aber das ist cool. Ne? The First Purge habe ich noch nicht auf Blu-ray, den muss ich mir noch holen. Den hatte ich damals im Kino gesehen. Geht natürlich auch genau da rein. Ne? Wer detailliertere Sachen hören möchte, der kann ja in die Reviews noch mal reingucken. Ja, dann wieder zum Zombie-Film. Da ist meine Sortierung wohl ein bisschen durcheinander. World War Z oder Z. Ja, der Blockbuster-Zombie-Film. Er ist nicht so schlecht, wie manche ihn machen. Klar, wer jetzt hier ein blutiges, düsteres Zombie-Spektakel erwartet, der ist hier falsch. Aber für einen Blockbuster, nur mit Zombies und so, ist das insgesamt schon ganz unterhaltsam geraten. Ne? Da würde mich teilweise mal in Extended Action Cut, die Szenen, die wohl rausgeschnitten wurden mit dem anderen Ende und so, das hätte mich mal interessiert. Aber wie gesagt, schlecht ist er nicht. Unterhaltsam, definitiv, ist halt mehr Katastrophenfilm, nenne ich es mal, und Blockbuster als wirklich ein Zombie-Kracher. Was haben wir hier denn? Ja, da hatten wir einen hinterhaltigen Angriff auf meine Softbox. Nein, Doom Annihilation. Und ja, der erste Doom mit The Rock und Karl Urban, ja auch von vielen schon so ein bisschen belächelt. Der ist dumm, der Film, und er hat durchaus Spaß gemacht.
macht aus dem Thema Doom halt nicht sehr viel, außer bei seiner First-Person-Shooter-Sequenz. Brauchen wir Doom Annihilation? Nö. Ich glaube, kein Mensch brauchte diesen Film. Den habe ich auch irgendwie mal denn bei einer Aktion mitgenommen und habe den mit meiner Freundin geguckt. Und ja, der ist auch dumm. Natürlich ist es ein zwischen B- und C-Film, würde ich das ansiedeln, das Ganze. Ich habe nichts erwartet, aber er hat mich gut unterhalten. Das ist kein klasse Film. Nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Er macht das auch nicht viel besser als der erste Teil, aber ich konnte mir den gut angucken. Also ich habe wirklich gar nichts erwartet und dafür war der solide. Nicht großartig, nicht gut, aber solide. Reicht ja manchmal auch. Ja, jetzt kommt der nächste umstrittene Film. Prometheus oder Prometheus, Dunkle Zeichen von Ridley Scott. Ja, wenn man nicht wüsste, dass es ein Alien-Film ist, würde man vielleicht auch nur bedingt drauf kommen. Ja, über Alien Covenant und den hier kann man sicherlich sehr streiten. Für sich gesehen war er nicht schlecht. Für Alien-Fans, die natürlich die Xenomorphen sehen wollen und das klassische Alien-Universum. Er spielt zwar in dem Universum, aber ja, die werden natürlich ein bisschen enttäuscht sein, weil es schon ein bisschen was anderes hat. Außerdem auch hier zu Recht ja teilweise kritisiert worden, das sind alles hochdekorierte Wissenschaftler und teilweise verhalten die sich wie die hinterletzten Volldeppen. Aber schlecht war nicht, hat mich auch gut unterhalten, ist halt ein etwas anderes Prequel zu den Alien-Filmen, die ich ja allgemein sehr mag. So, dann hier Green Inferno, da ist sogar noch ein Sticker drauf, den hatte ich mir mal aus der Videothek geholt. Habe ich auch ein Review hier ganz am Anfang aus den Anfangszeiten meines Kanals zugemacht. Ja, Eli Roth. Ich mag Eli Roth. Also ich habe nichts persönlich gegen ihn, aber das meiste, was er so macht, also das Coolste, was er gemacht hat, war tatsächlich der Baron Yoda in Inglourious Basterds. Da war er geil. Seine Filme von hier mit der Infektion Cabin Fever über... Wie hieß er jetzt? Hostel und so. Seine Filme nie so ganz meins gewesen. Man merkt, er ist Fan und man merkt, er hat auch durchaus Ahnung, aber und ja, Green Inferno halt dasselbe. Er ist durchaus blutig, er ist schon eine Verneigung vom Kannibalenfilm und er ist definitiv besser und unterhaltsamer als ja, viele Werke, die in diesem Genre in den 70ern und 80ern entstanden sind. Aber an die wirklich guten, richtig großen Knaller kommt er halt auch nicht ran. Ne? Also ein Cannibal Holocaust ist sowieso ein Meisterwerk, das über allen anderen Kannibalenfilmen steht. Und selbst so Sachen wie der Vogelmensch, also Mondo Kannibale 2, der erste Mondo Kannibale, Rache der Kannibalen. Und einige dieser fiesen Klassiker, die sind alle besser als Green Inferno. Und ja, ganz im Ernst, wenn ich sage, ein Film ist besser als Cannibal Terror oder Dave wollte es mir ja nicht glauben, oder halt besser als Todesschrei der Kannibalen. Das hat Dave mir definitiv nicht geglaubt. Das hat er bereut. er hat sich den Film angeguckt, nachdem ich ihm die DVD geschickt habe. Er hat es bereut. Ich habe ihn gewarnt. Ne, besser zu sein als das ist jetzt erstmal natürlich kein ja, Kriterium für einen guten Film. Aber ja, Green Inferno ist in Ordnung. Ne, aber ja, umhauen. Auch nicht wirklich. Ja, dann kommen wir zu Edgar Wrights Cornetto-Trilogie oder Blood and Ice Cream-Trilogie mit hier urigerweise von unten nach oben Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End. Man merkt schon, es ist wirklich eine bunte Mischung aus Splatter-Horror oder Horror-Komödien. Und hier, ich habe die drei ja auch in einem Review mit Shoot 'em Up gemacht bei den Kultfilmen in der Watchlist. Shaun of the Dead, die Zombie-Komödie der 2000er neben Zombieland. Absoluter Kultfilm. Hot Fuzz, dasselbe, bloß halt nicht für Zombiefilme, sondern für Polizeifilme und ähnliches. Und hat auch ein bisschen was hier von Frauen von Stepford und so. Den mochte ich fast lieber als Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Der ist einfach geil. Ja, und The World's End, der ist auch cool. Hier ist er in dem Sci-Fi-Thema drin. Kommt an die anderen beiden nicht ran, ist aber auch ganz unterhaltsam. So, dann Best of Hollywood. Ne? Eben schon erwähnt, Zombieland. Ne? Die andere Zombie-Komödie der 2000er, die man gesehen haben muss. Zombieland, absolut kultig. Ne? Mit den
ja, wie viele Filme haben das inzwischen mit dem Rulebook und so kopiert? Ne, da war ja auch hier Love and Monsters von Netflix, hat das Ganze ja, okay, dann auch mit dem Augenzwinkern auch nochmal aufgezogen. Also Zombieland, absoluter Kult, braucht man nicht drüber diskutieren, genialer Film. Ja, und das ist das Ende. Nicht viel von erwartet, aber der hat mich auch ganz gut unterhalten. Teilweise überraschend blutig an einigen Stellen und ja, sehr viel, nenn es mal Hau drauf Humor, aber hat mir Spaß gemacht. Ne? Hier, James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen, Michael Cera, ja, Emma Watson. Die hat ja großartige Erinnerungen an den Film. Nein, das ist das Ende. Der hat auch Spaß gemacht. Kommt nicht an Zombieland ran, aber dafür, wie gesagt, das Doppelpack. Sonst hätte ich mir das Ende nicht geholt. Und so, hey, hat mir gut gefallen. Ja, dann die 10 Jahre später erschienene Zombieland 2. Doppelt hält besser oder halt einfach nur Double Tap im Englischen. Er hat mir gefallen, definitiv. Ne, er ist nicht mehr ganz so rund wie der erste Teil. Er wiederholt, ich sag mal, die Classics nochmal, die wir aus dem ersten Teil kennen und lieben gelernt haben. Er fügt nicht viel Neues hinzu. Ja, storytechnisch, dass er erst eine räumliche Trennung zwischen muss, bevor die dann wieder zusammenfinden, war vielleicht notwendig, aber kauft ja eh keiner ab. Der Film hat natürlich seine Schwächen, aber er hat mich trotzdem unterhalten. Also deswegen, dass so viele so negativ gesehen haben, im Vergleich zum ersten ein absoluter Kultklassiker, ist er definitiv schwächer, aber für sich gesehen immer auch eine sehr gute Zombie-Komödie. Besser als viele andere Zombie-Komödien, die dann von sehr dubiosen Filmmagazinen oder Online-Reports als der nächste Shaun of the Dead oder Zombieland angepriesen werden. Und man guckt sich die an und denkt sich, was? Das soll eine Komödie sein? Und Kult? Dann lieber Zombieland 2. Ja, Sam Raimi hatten wir eben schon. Hier ist das Book, das Cover ein bisschen verrutscht. Ja, der Wahnsinn nach seinem Spider-Man-Film ging hier auch weiter mit Drag Me to Hell. Das ist immer noch nicht gerade drin. Drag Me to Hell, ja. Er ist durch, er ist Banane, er ist Raimi, er ist richtig schön überdreht. Der macht Spaß, der Film. Ja, für mich kein Meisterwerk, wie einige behaupten, aber der hat richtig Spaß gemacht. Ne? Also, ne, wer Sam Raimis Humor mag, der muss sich den auf jeden Fall angucken. Ja. Tim Burton präsentiert einen Timur Bekmambetov-Film. Ich wusste gar nicht, dass Tim Burton den präsentiert. Abraham Lincoln Vampirjäger. Oh Mann, war ich damals fucking hyped, bevor ich den im Kino gesehen habe. So nach Motto, Abraham Lincoln als Vampirjäger, das ist so bescheuert. Und der Trailer sah so richtig over the top fucking genial aus. Der Film ist jetzt nicht schlecht, aber was allein vom Titel her, ich sag mal, das Trash-Meisterwerk der, ich glaube, 2012. Ja, das Trash-Meisterwerk der 2010er im Mainstream hätte sein müssen, ist halt nur ein ganz netter, unterhaltsamer Film, der jetzt sich viel zu ernst nimmt irgendwie. Das Ding ist, bei Timur Bekmambetov, ich fand sein Wanted, fand ich klasse. Viele seiner anderen Filme, er hat, wenn er die Action szeniert, ich meine, hier die Szene mit auf dem Zug und da sind teilweise geile Szenen drin, ne? Nur hat er auch schon bei Wächter der Nacht gemacht. Man merkt immer wieder, wo diese geilen Szenen sind, dass der Mann inszenieren kann und richtig geilen Scheiß machen kann. Aber dann verlässt ihn das Skript, was denn Abraham Lincoln als Vampirjäger viel zu ernst nimmt und ja, ich sag mal, den Action-Szenen viel zu wenig Raum bietet, ne, und dann Handlung präsentiert, die, wie gesagt, ernst gemeint ist. Es ist Abraham Lincoln als Vampirjäger. Das kann ich doch nicht ernst präsentieren. Da muss ich mich doch drüber lustig machen. Ja, dann hier Class of Nukem High. Dave hat mir damals bei Facebook das Mediabook für 12 Euro. Wie kann man das Mediabook für 12 Euro verkaufen? Weggeschnappt, deswegen. Ja, ich habe dann hier auf die US Blu-ray von Troma zurückgegriffen, ist code-free. Ich muss noch reingucken, sie läuft, ne? Aber nochmal reingucken von der Qualität. Das ist jetzt hier direkt von Troma veröffentlicht. Da hoffe ich also, dass das dann auch definitiv nur qualitativ vernünftig umgesetzt ist. Und auch mit Special Features und so.
muss ich nochmal reingucken. Der Film selber, ja, neben Toxic Avenger, einer der coolsten Troma-Filme. Troma eh Geschmackssache, aber ja, wie Toxic Avenger ist Class of Nukem High einer der Filme, den ich auch nicht Troma-Fans oder Leuten, die eigentlich mit Troma ein bisschen skeptisch sind, definitiv nur ans Herz legen kann. Der ist richtig schön doof. So, dann haben wir hier The Theater Bizarre. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den irgendwann mal gesehen. Ich kann mich nicht dran erinnern. Kann deswegen auch nicht sagen, ob er mir jetzt gut oder schlecht gefallen hat. Ich war auch am Überlegen, ob ich den in die Tauschbox klatsche. Für ein Mystery-Paket oder so. Aber dann hat mich ja Cast Udo Kier. Das ist immer schon mein Argument dagegen, was zu verkaufen. Und irgendeiner der Regisseure hatte mich, glaube ich, auch noch. Ja, die beste Arbeit dieser Filmemacher, das kann sein. Ach ja, ne, ist mit Udo Kier und ist von unter anderem von Buddy Giovinazzo. Der Name Buddy Giovinazzo sagt vielen vielleicht nichts. Der hat Combat Shock gemacht und Combat Shock auch von Troma veröffentlicht. Ein richtig, richtig, richtig krasser Vietnam-Film. Also Vietnam-Drama, wenn man es so möchte. Ne, was sich denn damit befasst, wie die Veteranen, oder hier ein Veteran, sich danach durchschlagen muss. Derbe, böse und ja, ich sag mal, abgrundtief pessimistisch, aber es ist ein geiler, geiler Film. Hätte man so in diesem Amateurbereich oder semi-professionellen Independent-Bereich gar nicht erwartet, gerade ne, wenn es über Troma kommt. Deswegen wollte ich mir den, glaube ich, nochmal angucken. Ne, mit Udo Kier, Tom Savini, das, die beiden sagen mir jetzt was und wie gesagt, ne, Buddy Giovinazzo, ne, muss ich nochmal angucken, ich weiß es echt gar nicht mehr. Ja, dann haben wir hier We Are Still Here, von den Machern von Hatchet und The Innkeepers, basierend auf dem Mythos von Lovecraft. Ne, also hier natürlich mit Barbara Crampton und Larry Fessenden, durchaus bekannte Gesichter dabei. Das Ding ist, ich habe jetzt keine Ahnung, was das jetzt direkt mit Lovecraft zu tun hat. Ist auf jeden Fall ein Geisterfilm und der ist also überraschend blutig. Ne? Also hätte ich gar nicht so gedacht, als hier drauf steht, ultimative Mischung aus Geister- und Splatterfilm, was das Virus-Magazin sagt. Ich war erst skeptisch. Da geht es saftig zur Sache. Ob es jetzt die ultimative Mischung ist, gibt glaube ich wenige Mischungen aus Geister- und richtigem Splatterfilm. Da war schon ganz in Ordnung, ne? Blutig, definitiv. Man merkt aber auch, dass es ein Independent-Film ist. Ne? Nicht, weil jetzt die Effekte schlecht gemacht sind oder so, sondern von der ganzen Optik. War aber ganz, ganz nett. Ja, Revenge. Ich würde gerne was dazu sagen. Ich muss mir den immer noch mal angucken. Ich habe den, glaube ich, seit 3 Jahren auf Blu-ray. Ich bin noch nicht dazu gekommen, den zu gucken. Das wird, glaube ich, jetzt bei einigen Sachen nie noch das Thema sein. Es wird auch immer wieder zwischendurch auftauchen bei der Sammlung hier dann, dass ich Filme noch nicht gesehen habe. Das hier soll ja ein Rape-and-Revenge-Film sein, aber ein wirklich guter und klasse gemachter. Ich muss mir den immer noch angucken. Genauso wie 72 Stunden. Ne, aus so einem Drama, Paranoia, Kino. Originaltitel Before the Fall. Also, ist so ein apokalyptischer Film. Apokalypse-Horror, Endzeit-Horror. Ich habe auch noch nicht gesehen. Auch mal irgendwo für 5 Euro, 5 für 20 Aktionen mitgenommen. Immer noch nicht geguckt. Ja, Fright Night. Auf Blu-ray habe ich ihn jetzt noch nicht gesehen, bin ich auch noch nicht zugekommen. Aber ich kenne natürlich Fright Night. Mein Nachbar ist ein Vampir. Ne, die Rabenschwarze Nacht. Eine der Kult-Komödie, Horror-Komödien aus den 80ern. Der macht Spaß. Kennen, glaube ich, auch die meisten Horrorfilmfans. Von daher... Der ist wirklich lustig. Ja, ich kann jetzt schon mal sagen, die nächsten 4 Filme habe ich auch noch nicht gesehen. Einmal Robert. Ne? Diese Annabelle-mäßige... naja. Hat Olli mir ja ein Mystery-Paket geschickt. Sollen scheiße sein, die Filme. Ich weiß es nicht. Puppenhorror finde ich an sich immer ganz nett. Kann ich auch gleich den zweiten dazu holen. Robert 2. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich lasse mich überraschen. Die versucht, wie Lin Shaye auszusehen, aber es ist garantiert nicht Lin Shaye. Nein, es ist auch nicht Lin Shaye. Ja, wie gesagt, bei den Robert-Filmen kann ich nichts zu sagen. Gucke ich mir aber nochmal an. Ob ich dann dazu mich äußern möchte, sei mal dahingestellt. Ja, ebenfalls von Olli mitgekriegt, The Eyes of My Mother.
Das scheint eine asiatische Blu-ray zu sein, weil da hinten sehr viel auf Asiatisch draufsteht. Der Film soll klasse sein. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber er soll klasse sein. Nicolas Pesci. Oh, Pesci. Pesci. Der Name sagt mir was. Der hat irgendwas gemacht, was gut war. Aber wie gesagt, der hier, der soll klasse sein. Auch noch nicht dazu gekommen. Und gut, dass ich das hier sehe. Da kam der dezente Hinweis von Olli. War nämlich auch in seinem Mystery-Paket drin. Man merkt, ich komme auch dazu, gar nicht dazu, mir den ganzen Kram immer anzugucken. Nur O-Ton freut er sich. Er weiß, ich habe da keinen Stress mit. Der klingt halt sehr interessant. Da ist aber auch irgendwie so ein deutsches Cover drauf, aber es scheint eine niederländische DVD, Blu-ray zu sein. Also nur O-Ton drauf, soll mich nicht stören. ATM, das könnte ganz nett sein. Klingt ganz interessant. Ne? Also, mit jemandem vom Hurt Locker. Ich weiß jetzt nicht, wer Brian Garrity ist, aber der hat in The Hurt Locker mitgespielt und der war gut. Das Lazarus-Projekt, wenn ich das gerade nicht... Nee, es war ein Lazarus-Effekt. Der war aber nicht so gut. Vom Auto von Buried. Buried mit Ryan Reynolds war ja auch klasse gewesen. Also ich bin hier echt mal gespannt. Den werde ich mir auch definitiv noch angucken. Ich werde mir auch die Robert-Filme angucken, auch wenn ich das wahrscheinlich bereuen werde. Naja. Gut. Viel gesabbelt. Gab ja heute auch einige Filme, ne, die ich gezeigt habe. Ja, wie gesagt, Montag geht es erstmal mit einem Review weiter. Ne, weil ich hatte ja tatsächlich nicht nur geschafft, Wrong Turn zu sehen, sondern noch was anderes zu gucken. Da kommt Montag ein Review und ja, nächsten Donnerstag geht es dann hier tatsächlich weiter mit ja, irgendwas von den Horrorfilmen, von den Blu-rays erstmal. Und da, wie gesagt, kommen noch einige Teile, was Horror und Splatter angeht. Und da kommen auch noch einige Teile, vor allem, weil ich ja die DVDs dann auch dieses Jahr nochmal zeigen wollte. Na gut, ich bedanke mich schon mal, dass ihr reingeschaut habt, dass ihr bis hierhin durchgeguckt habt. Und ja, ihr kennt das Ganze hier unten, ne? Muss man ja heutzutage bringen. Und ja, ansonsten, wie immer, viel Spaß noch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.